ich war gestern am Reichstagsgebäude und ich muss euch sagen, dass ich danach im Prinzip fast ein schlechtes Gewissen bekommen habe. Die Regierung hat unglaubliche Angst. Die hat Angst, weil sie euch belogen hat, und zwar sehr viele Jahre. Nicht nur 25 Jahre oder 15 Jahre mit dieser GmbH-Geschichte, sondern alle Regierungen der Welt haben mindestens 75 Jahre lang verschiedene Akten über Besucher von anderen Planeten, die unglaublich wichtig sind für uns, einfach unter Verschluss gehalten. Das heißt, Bundesrepublik Deutschland war früher das Deutsche Reich, noch viel früher war es das Heilige Römische Reich und so weiter. Wir schauen zurück auf eine sehr, sehr lange Geschichte, auf die Geschichte unseres Lebens auf dieser Erde. Unser Leben auf dieser Erde war eine riesengroße Baustelle, die größte Baustelle des Universums. Dazu werden wir im nächsten Kapitel, was ich euch erzählen werde, den Koran und die Bibel ein bisschen mehr zusammenfassen. Aber jetzt müssen wir ganz einfach verstehen, wir als Menschen, wir haben eine Arbeit erledigt, die wir als Kinder gemacht haben. Und jetzt müssen wir das Wort Arbeit neu definieren. Das heißt, was machen wir auf dieser Erde? Was brauchen die Menschen auf dieser Erde? Wir sind über 7 Milliarden Menschen. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen was zu essen. Wir brauchen was zu trinken. Wir brauchen was zum Anziehen. Wir brauchen die Dinge des täglichen Bedarfs. Und alle diese Dinge produzieren wir Menschen. Menschen. Menschen machen das für Menschen. Lasst uns dieses Thema Arbeit neu definieren. Jeder Mensch braucht einen Wert, einen Selbstwert. Das heißt, ich brauche das Gefühl, dass ich für dich wertvoll bin. Ich gebe mein Bestes, indem ich beste Arbeit abliefere. Aber nicht 24 Stunden am Tag. Jeder arbeitet 4 Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche. Und wir haben die absolut besten Produkte für uns alle. Das Beste vom Besten. Und das machen wir. Wir brauchen keinen zu fragen. Dürfen wir etwas Schönes produzieren? Was für eine Scheiße ist das denn? Nein, wir brauchen uns nicht zumüllen mit sinnlosen, billigen Müll, den wir auch noch bezahlen müssen. Wir produzieren Dinge für uns. Das heißt, wir machen das. Wir machen das freiwillig und wir nehmen das, genauso wie wir das brauchen. Das heißt, Wohnen ist umsonst, Nahrung ist umsonst, wir zahlen keine Hypotheken, keine Steuern, keine Zinsen, keinen, was weiß der Kuckuck was für ein Blödsinn oder noch irgendwelche Gebühren für irgendwelchen Rundfunk, den wir überhaupt nicht brauchen. Welche Presse interessiert sich denn für uns? Warum brauchen wir überhaupt Presse im Zeitalter des Internets? Das System des Staates Love lässt sich ganz einfach verbreiten. Von Mund zu Mund. Mundpropaganda nennt man das. Gib diese Informationen und deinen besten Freunden und wir haben die beste Welt forever. Viel Spaß wünsche ich uns dabei.